Hey du, hier hast du ein bisschen Geld, red mal übers Wetter. Ciao und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Assassin's Creed 2, hier 93 Tobi. Im letzten Teil haben wir so ein paar Sachen für Nebenquest-Missionen erklärt bekommen, wie zum Beispiel, wir können Sachen in der Stadt investieren, damit diese vor allem Wert bekommen, dass wir mehr Geld kriegen und auch ein paar Codex-Seiten gesammelt, um unsere Gesundheit zu erhöhen. Und nun heißt es, mit dem lieben Onkel Mario sprechen, der ja ein Monster ist, weil unsere Schwester zum Arbeiten hier eingesetzt hat. Also hier mit der, wie sagt man? Oh, wie heißt das Wort nochmal? Mit den Bilanzen, genau, mit den Bilanzen. Okay. Was ist der nächste Schritt? Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Ach, Herr Jemine. Oh, ich kann nicht mal zurück. Sie lassen mir keine Wahl. Okay. Du gehst lieber voran. Nicht, dass hier irgendwelche durch Druckplatten eingefügte Falsen sind. Bitte lass mich aber nicht alleine, okay? Hey, nicht so schnell, nicht so schnell, okay? Was ist das denn? Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Das finde ich wirklich schlau gemacht. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Danke. Altair, das weiß ich, das ist den Charakter, den wir im ersten Teil spielen. Also nochmal der Vorfahre von Desmond? Statue von Leonos. Untersuchen. Auf diesem Podest steht die Statue von Leonius. Dem Assassin aus Rom. Er stach Caligula mit einem Dolch. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Ja, sie haben mir jetzt sozusagen mir erklärt, ich soll diese Krypten, diese Gräber besuchen, etwas aus diesen Gräbern holen, um sie hier einzusetzen, diese 6 Schlüssel, und dann kann ich diese Rüstung bekommen. Ah ja, ein Dolch, versteckte Klinge, Bogen, Dolch, Gesundheit und Schlange? Sein? Was? Entschuldigung, meine Nase ist verstopft, weshalb ich ein bisschen dumpf klinge. Und das liegt nicht an dem Inhalt meines Schädels. Sie lassen das wirklich nicht so aussehen, als wäre es ein Spiel, sondern ja, man erforscht Sachen und dadurch bekommt man Sachen. Schlau gemacht. Entschlüsselte Codex-Seiten werden hier aufbewahrt und an der Wand aufgehängt. Kann ich ja was machen? Nö, kann ich nicht, okay. Gut, folgen wir den nächsten Ausrufezeichen. Was ziemlich weit draußen ist, anscheinend soll ich jetzt zu Leonardo gehen oder soll mich um den Vater von dem Vieri kümmern? Wo muss ich lang? Hallo, Entschuldigung. Okay. Moment, halt, stopp. Runter. Hä? Entschuldigung. Kann ich hier was machen? Kann ich trainieren? Oder sprechen Sie mit dem Ausbilder, um Ihre Fähigkeit im Kampf zu üben? Ah, nee, üben muss ich nicht. Das mache ich lieber im Real. Mache ich lieber im realen Kampf. Was auch sehr viel Sinn macht, weil wir hier in einer Art Simulation sind. Ja, danke schön, aber ein anderes Mal.
frisch gefangene Egel. Soll ich irgendwie hier meinen Egel an den Egelburger machen oder was? Okay, ich brauche jemand Fett. Jetzt soll ich zurückreiten. Okay. Hey, hallo, Server. Du schon wieder. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich brauche mal eine Pause. Pause kannst du machen, wenn ich mit meiner Mission fertig bin. Okay. Okay. Okay, ich sollte mal lieber erstmal auf die Karte schauen und schauen, wohin ich reiten soll. Nämlich dorthin. Ich bin, glaube ich, schon wieder auf dem falschen Wege. Oder? Bin ich auf dem falschen Weg? Ja, ich bin auf dem falschen Weg. Die Zahl wird nämlich größer. Ja, sehr schön. Können wir wieder hier den schönen Pferdehintern betrachten? Das macht wahrscheinlich jetzt hier 50% des Spiels aus. Solange wir reiten zumindest. Wenn wir zu Fuß gehen, können wir dennoch an den Hintern betrachten. Zwar nicht den vom Pferd, aber vom Leben Ezio. Okay. Lassen wir es mal wieder gut sein. Nach Florenz reisen. Natürlich, natürlich, natürlich. Drücken, um Geld zu werfen. Wenn das ausgewählt ist, können Zivilisten abgelenkt werden, oder was? Hat sich was verändert, oder warum müssen sie es neu aufbauen? Republik Florenz, 1478. Das ist immer das gleiche Jahr, oder? Ich habe so eine schlechte Erinnerung, obwohl ich habe ja was Falsches gesagt. Ich habe ja mal gesagt, Goldfische hätten ein schlechtes Gedächtnis. Schlechte Erinnerung. Das stimmt gar nicht, den kann man ja sogar Tricks beibringen, das habe ich gesehen. Ach, wieder ein schöner Sonnenschein. Nützliche Informationen durch den Besuch von Aussichtspunkten aufdecken. Okay, wo soll ich lang? Achso, natürlich Leonardo. Ich hab den Platz gerade eben nicht erkannt. Klopf, klopf. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Ach Gott, ich liebe seine Stimme. Du lebst ja noch, oder? Der so, ey, Vincenzo. Ich mag Leonardo, der ist einfach... Ich würde gerne wissen, wer den spricht. Ich könnte es wahrscheinlich nachschauen, ich werde es wieder vergessen. Ich will aber nur gesagt haben, ich mag seine Stimme. Der ist mir echt sympathisch. Worten Taten folgen lassen. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Kodexseiten brütet. Okay. Die Attentatstechniken im Hof üben. Natürlich hier an Puppen. Gut, gut, gut. Alles klar. Versteckte Klinge aktualisiert, ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Oh, das habe ich, glaube ich, gesehen. Das ist wahrscheinlich das Hängen und dann runterziehen, oder? Okay. Und hier kann ich aus dem Heuwagen heraus. Okay. Attentat aus dem Versteck. Die mit Waffen belegte Waffe drücken, um ein erfasstes oder nicht erfasstes Ziel zu eliminieren. Okay. Nehmen wir erstmal versteckte Klinge. Nein, das ist doch Dolch. Ich werde die versteckte Klinge, aber das... Erstmal ins Versteck. Wupp. Okay, und Attentat? Quack. Nice. Ich muss mir endlich mal merken, welche Taste was macht auf meinem Controller. Okay, die B-Taste. Gut, das war Attentat aus dem Versteck. Als auffälliges, was stand da? Okay. Nun, das, was ich so cool finde. Wir hängen hier und dann machen wir... Hahaha. Na, so vielleicht nicht. Am besten... Ach, ich muss ja so. Und... Haha. Und runter mit dir. Yay!
Als auffälliges oder unauffälliges Attentat möglich. Ein unauffälliges Attentat vermindert das Risiko, entdeckt zu werden. Okay. Und was machen wir hier? Einfach das von hinten drücken, um ein erfasstes oder nicht erfasstes Tier zu eliminieren. Lalalala. Ach, was für ein wunderschöner Tag. Aber was ist das? Moment, was? Ja, jetzt kann ich nichts machen. Du Feind. Du böser Dummy. Jetzt kann ich nichts machen. Soll ich von der Wand aus oder was? Ach, da steht's ja auch. Luftattentat, okay. Okay. Ach, da oben soll ich stehen, okay. Hüp. Das heißt also, wenn er hier steht, ich schaue nach unten. Halt, halt, hoch, hoch, hoch. Das muss richtig sein. Das war schon mal nicht gut. Okay, dafür mache ich ja auch das Üben. Okay, wir schauen nach unten. Und dann machen wir... Hujo! Jausa. Gut, drei neue Attentatstechniken gelernt. Sehr schön. Das wird mir sicher viele Probleme verursachen. Klopf, klopf. Schön, dass das genauso macht wie ich. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Aha, philosophische Kodexseiten. Erreichen Sie Aussichtspunkte, um die Standorte der Kodexseiten auf der Karte zu enthüllen. Nachdem alle... So schnell kann auch niemand lesen. Gut, was habe ich gerade eben bekommen? Fähigkeit Luftattentat gelernt. Nö, 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 ich habe noch meinen Verstand beisammen. Vielleicht bin ich aber zu hoch für deinen Verstand. Zweite... Ach, jetzt habe ich zwei versteckte Klingen. Rennen freigeschaltet, das Rennen habe ich doch schon. Fähigkeit Attentat vom Vorsprung erlernt. Nice. Ich sehe die eine Klinge, ja. Zwei Feinde zugleich töten. Ach so, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zwei Feinde nebeneinander stehen, kann ich hier leer mal links und einmal rechts ein Loch im Kopf machen, damit schon reinrechnen kann. Und hopp. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, den sollte ich lieber in Ruhe lassen. Ich will nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Mal sehen. Schauen wir erstmal, wo ein Aussichtspunkt ist. Ich würde gerne hier die Codex-Seiten ebenfalls finden, damit ich mehr Sachen freischalten kann. Mal sehen. Ziemlich viele. Ist auch ein großer Ort. Der nächstbeste wäre hier. Okay, dann gehen wir erstmal dorthin und dann schaue ich nach dem Fragezeichen, Ausrufezeichen natürlich. Und hab. Kann man da draufklettern, wo die Kuppel ist? Die würde ich eigentlich gerne ausprobieren. Scheint zwar ziemlich hoch zu sein, aber hey. Darf ich bitte? Und hab. Und hab. So viele große Orte. Okay, Vorsicht. Runterlassen. Langsam. Langsam. Stück für Stück. Achtung. Servus. Okay, wo wird mir... Gehe ich mal erstmal eine Etage höher. Jupp. Jupp. Und hopp. Und hey. Wow. Combo Breaker. So, falls ich hier wieder auf ein paar Rüpel treffen sollte. sind kein Problem mehr. Wo muss ich lang? Entschuldigung. Okay, ich bin hier nicht richtig. Entschuldigung. Noch so ein Kasper. Hey, was ist denn. Was heißt der Kasper? Ich bin. Wer ist das? Warum wird der mir angezeigt? Warum? Was? Ist es ein Dieb oder?
Hey, bleib doch da, ich will doch reden. Ich will doch gar nichts tun. Hoio! Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, was das sollte. Aber hey. Der hat gesagt, ich kriege ihn nicht. Ich hab ihm das Gegenteil bewiesen. Nun ist alles klar. Und er hat eine Vase umgeschmissen. Das heißt 7 Jahre Pech. Ah ne, das war ein Spiegel. Nun werde ich aber gesucht. Das war, glaube ich, keine so schlaue Idee. Aber keine Ahnung, was das gerade sollte. Hat er mich einfach nur gesehen? Wo will ich eigentlich gerade lang? Ich will doch zum Aussichtspunkt. Ich bin auf dem falschen, auf dem ganz falschen Weg. Okay. Folgen wir jetzt wirklich mal der Karte, damit ich das Ziel erreiche, was ich mir gerade eben gesetzt habe. Und du bleibst da liegen, denkst über deine Taten nach und schämst dich. Und derweil begnüge ich mich ja gerade hier mit der kleinen Kiste, mit dessen Inhalt. Hört sich an, als würde jemand lachen. Aber ich glaube, das ist das Quietschen der Kiste. Ich bilde mir hier Sachen ein. Okay. Gut, gehen wir mal runter. Und zwar langsam, 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 langsam. Vorsichtig auf die Leute. Land nicht wieder auf ihren Köpfen. Das war knapp. Wie bizarr, natürlich. Wollen wir ihn Ärger machen? Na, lassen wir es mal. Lassen wir es mal. Ach genau, das war der Aussichtspunkt, wo ich nicht weiß, wie ich hinkomme. Okay, wo war diese große Gruppe gewesen? Schau ich mal, ob ich da hinkomme. Würde mich schon interessieren. Er muss sterben. Entschuldigung. Entschuldigung. Moment, halt, 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 halt. Hey! Er tötet zum Jetzt weg hier. Hey, 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 ich will ihm Geld geben. Er soll gut über mich reden. Wie mache ich das nochmal? Moment, ich brauche... Hier, nimm Geld. Dass demjenigen eine großzügige Belohnung winkt, der ihn oder Herrer zu bestechen. Hey, du. Hier, hast du ein bisschen Geld. Red mal übers Wetter. Stati attenti. Der gute Bruder Donato möchte alle Gläubigen. Da ist schon wieder einer mit dem Pfeil. Okay, wenn ich da das Schild abtrenne, dann sollte ich keine Bekanntheit mehr haben. Das ist gut. Ja, wir hatten das Bild da aufgehängt. Das sieht doch gar nicht schön aus. Ich habe gerade Geld weggeschmissen. Das war nicht gut. Nein, falsche Taste. Ich will doch interagieren. Ich will doch interagieren. Lass mich doch. Halt, da bist du mir jetzt. Hat ihr den Verstand verloren? Nein. Ich hab. Das war jetzt die Taste, okay. Willst du meine Narbe sehen? Nein, nein, nein. Ich will keine Narben sehen. Hilfe! Was hab ich bitte getan? Ich hab dir nur das Poster abgerissen. Da hat jemand ein Foto von mir genommen, dem ich nicht die Erlaubnis gegeben habe. Jesus! Ja, ich komme davon, weil ihr so lahm seid. Hey, yo, hey, ja, 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 da sind noch mehr Leute. Entschuldigung. Nein, ich brauche keinen Baden. Tut bitte, lass mich in Ruhe. Oh, Jesus, die sind ja überall. Ich glaube, ich sollte mich mal hier verdünnisieren. In Luft auflösen. Wupp. Fass den Bastard. Fasst euch hier mit den Baden, okay? Jesus. Entschuldigung. Keine Zeit zum Einkaufen. Keine Zeit für Musik. Ich muss leben. Ich sehe ihn nicht mehr. Dann mach die Augen auf. Ich bin genau vor deiner Schnauze. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch. Okay, ich brauch was zum Verstecken. Hier sind überall. Verdammt nochmal, wie viele Wachen sind die hier? Ne? Ich schon Panik? Nee, ich bin nur ein bisschen hier. Außer Rand und Band. Entschuldigung. Wollen die mich aufhalten? Ja, mir tut's leid. Entschuldigung. Okay, auf die Technik können sie mir ja nicht folgen. Oder sie folgen mir doch. Oh je. Okay, ich will eigentlich nicht unnötig kämpfen. Autsch! Ich habe niemandem etwas getan.
Okay. Okay, ihr wollt es nicht anders? Okay. Probier mal ein neues Schwert aus. Das war die falsche Taste. Aha! Ah, nee. Aha! Jetzt weiß ich wieder, wie es funktioniert. Nope! Ich werde nicht angreifen, ich werde nur parieren. Autsch! Außer die... Also, wie sein Bein gerade hier so... Oh, stimmt. Gut, Wurfmesser. Ich habe nämlich aus Versehen mal offscreen hier weggeschmissen. Okay, das gerade eben, das war keine Absicht. Der letzte Angriff. Okay, ist alles wieder gut? Ist alles wieder gut. Okay, ich habe mein Ziel... Ich habe mein Ziel verloren. Wo soll ich lang? Wo muss ich lang? Das war mein Ziel? Wo ist jetzt mein Ziel? Wo ist das Ausrufezeichen? Ich sehe es gerade gar nicht. Dann folge ich halt so der Karte. Okay, so. Ihr wolltet mich nicht in Ruhe lassen. Kommt, Freunde. Ich sollte mich heilen. Naja, Adalas, das kenne ich, Okay. Ich sollte vielleicht das Schwert wegstecken. Weil jemand, der hier mit dem Schwert rumrennt, der wird eher hier als verdächtig angesehen. Okay, ihr lasst mich natürlich nicht rein. Am besten sollte ich einfach nicht in alle Leute reinrennen. Ansonsten hält es auch. Tut es mich auch einfach nur verdächtig raussehen lassen. Erinnerung zurzeit nicht verfügbar. Bitte später wiederkommen. Die Erinnerung ist gerade nicht verfügbar. Ah ja. Schöne Erklärung. Okay. Ich soll zu diesem Wolpe gehen. Zum Fuchs. Okay. Ich versuche mal den kürzesten Weg zu nehmen. Das heißt, durch die Gasse. Da, 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 da. Entschuldigung. Was für Wachen. Reden bei der Arbeit und passen nicht auf das Jas. Entschuldigung. Ich gehe schon wieder. Lasst euch nicht weismachen, dass dieser Assassine von etwas anderem angetrieben wird als dem Teufel persönlich. Bitte was? Er muss sterben. Die habe ich doch gerade eben Geld gegeben. Hör auf, sowas zu erzählen. Ich erzähl auch Schlechtes über deine Mutter. Meine Freunde, er tötet zum Vergnügen. Ohne Sinn und Verstand. Ihr könntet der Nächste sein. Oder euer Vater, eure Töchter. Halt mal lieber die Klappe, okay? Hier. Red mal über das Samstagsprogramm im Fernsehen. Gibt's doch gar nicht. Wer ist der Typ, der da... Stati attenti. Der macht mich nach. Der gute Bruder Donato. Ja, ja. Ja, das hört sich doch ein schönes Samstagabendprogramm an. Vielleicht so ein Theater. Ich habe gerade keine Ahnung, wohin ich will. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich glaube, nein. Ich bin sowas von verwirrt. Schauen wir nochmal auf die Karte. Erinnerungsanfang. Nein, nein, ich will es auswählen. Okay, ich glaube, das ist aber eine andere Erinnerung, oder? Hey, bleib doch da, ich will nur reden. Mit meiner Klinge! Keine Ahnung, wer der Typ ist, aber wenn der mich herausfordern will, bitte, ich nehme die Herausforderung an. Oh, danke, hast mich zu einer Feder geführt. Und wenn ich die... Ja, bleib verdammt nochmal da! Ja, du hast doch gerannt. Du bist doch gerannt. Du hast mich provoziert. Also. Entschuldigung. Das war das falsche Ziel. Bitte, Herr. Nehmt es. Aber tötet mich nicht. Tötet mich nicht, Herr. Bitte. Nehmt meine Tasche. Du bist ein Dieb, hä? Komm. Ich bin nur ein Bote. Nehmt die Tasche. Bitte tut mir nichts. Bote? Hab ich ja gerade Boten bestohlen? Ach so.
Ich dachte, das wäre ein Dieb. Dann versch... jetzt fühle ich mich schlecht. Ich, das wäre ein Dieb und ich hätte jemandem was Gutes getan, aber nein, der war nur ein Boot. Aber wieso denkt er das? Ach, weil der wahrscheinlich hier so Quacksalbereien über mich macht. Der redet blöde Sachen über mich. Und deshalb denkt er, ich will ihm an die Wäsche. Das tut mir leid. Das will ich zukünftig lassen. Ah ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Ja, ja, danke schön. Danke schön, danke schön. Okay. Nun wieder Augen aufs Ziel. Wo auch immer das Ziel ist. Es ist nah. Sehr nah. Langsam runter. Und hopp. So, hier bin ich. Meine Damen und Herren, was es mit dieser Erinnerung auf sich hat, das werden wir in der nächsten Ausgabe von Assassin's Creed 2 erfahren. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wenn es so aussieht, dass ich ziemlich durcheinander bin und nicht weiß, was ich tue, dann liegt das daran, dass das der Fall ist. Ganz einfach. Also, bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Arrivederci. Tschüss and goodbye.